Guten Morgen, liebe Leute. Letzter Tag, Leute. Jetzt hat noch eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde. Dann gehe ich in den Laden. Heute ist ja wirklich der letzte Tag. Heute muss ich unten im Keller was machen. Heute werde ich die ganze Zeit unten im Keller sein. Ob jemand kommt oder nicht. Und werde hin und her räumen, werde hinten die Räder richtig eng stapeln sozusagen, damit die ganzen Mieträder reinpassen. So ist der Plan erstmal. Der Mika wollte heute nochmal vorbeikommen. Und wollte irgendwie sein Schalthebelchen da auseinanderbauen. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, er hat es auseinandergebaut. Ich weiß ja nicht, wie das zusammen war jetzt bei dem, wo die Federn eingehängt waren. Das ist eigentlich nur ein Problem. Eigentlich ist es nur das Problem, dass man nicht weiß, wo die Federn hingen. Ansonsten ist es ja, wie gesagt, es läuft nicht so gut. Da ist irgendeine Feder, ist falsch eingehangen. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen, ob wir das rausfinden, wo das Problem ist. Sein Zeug rum. Ja, weiß ich gar nicht, kriegen sie alle die Panik. Holzschuhe verkauft und Münzen verkauft und und was sagst du? Ist ja alles Mögliche bei. Ich habe ja keine Ahnung. Was ist denn das hier? Ich habe nicht reingeguckt, aber naja. Okay, ich halte die Kamera ein. Nee, machen wir nicht. Jetzt. Das war böse. So, ganz böse, genau. So, ich habe auf alle Fälle jetzt noch ein Dings hier, Bums, geschenkt bekommen. Und einen Keks. Mit einem Stück Keks. Suppe oben essen. Oh, wenn du mal Suppe gemacht hättest, ey. Na, das ist schön, die Suppe. Ja. Mama, gibt's doch viel Suppe da? Ja, könnt ihr gerne haben. Oh, ich will sie nicht. Ja, ich will lieber Pizza. Hi. Hi. Hallo. Einfach geht für dich. Ich bekomme Geld von dir. Ach, das ist Schulden. Ach, das geht aber schnell, wa? Was ist denn das? Gestern Morgen angerufen? Wie viel kriegst du denn? 2,50 Euro? Mhm. 1730,40 Euro. Na, das ist gut. Das ist echt viel. Der Rest der Familie. Kannst du damit nehmen? Genau, dann auf Wiedersehen. Warte. 274,95 Euro. Boah! Boah, wieder viel aufgeschlagen. Ja, mir wirklich viel aufgeschlagen. Ist Nachnamegebühr oder was ist das? Wie weit kosten die? Ich glaube 250, ne? Oder 270. Das kann sein, dass wir welche Gebühren aufgeschlagen haben. Kann ich dir das in Kreuzberg hier bezahlen oder in Neukölln? Oder ist das länger aus? Draußen stehen sie schon. Laufen, mir macht keiner was. Naja, das sagen sie alle, aber. Nee, bei mir wirklich nicht. Gegen eine Pistolenkugel ist man relativ wehrlos. Das ist mir egal. Ja, aber dein Körper ist nicht. Ja, mir ist das ja auch egal immer gewesen, aber. Da sagt uns schon keiner. Luki! Die Schokolade ist sie nicht bekommen. Was für Schokolade? Hat sie Schokolade bekommen? Bist du sicher? Wo hast du die gekauft? Nicht, dass du die auf dem freien Markt gekauft hast. Irgendwelche. Also so Hanfschokolade. Ja, und so ein Scheiß drin ist, da wissen wir doch hier nicht. Warte mal kurz. Kann man Ihnen da den Lappen holen, bitte? Ja. Ich mach mich auf. Mach mal auf. Ja, so schön geputzt. Nein, Mama! Hat die ja so schöne Kostüme geputzt. Hat er gemacht? Hat er gemacht oder nicht? Er hat geputzt, ja. Aber? Kannst du bitte die Tür aufmachen? Okay, wir haben doch sonst keine Zeit mehr später. Wenn du mein Kostüm kaufst. Wieso kaufen? Da wird nicht gekauft jetzt. Wenn, dann wird sowas hergestellt. Und dann hättest du aber auch nochmal selber dran denken können. Oh, Anna, okay. Ja, wie soll ich daran denken?
Na, einen schwarzen Lumpen und einen roten Lumpen. Und dann legt man wieder zusammen und am Ende schneidet man es vorne auf. Ja, perfekt. Super. Bezahlt ist es. Jetzt ist alles erledigt. Dann kann die andere weg. Mhm. Kann die andere zurück. Ja, reicht. Danke. Du bist so nett. So ein liebes Mädchen. Schau mal an, wie lieb die Nuki ist. Wenn sie mal nicht so quirlig ist, dann ist er wieder ganz mein Baby. Danke. Lieb dich. Hm. Ja, schöner Quatsch. Naja, so ein Quatsch gucken die Kinder jetzt da. Und ich lasse es auch noch zu. Aber du hast es auch mal geguckt. Nee, das habe ich nicht geguckt. Nee, das ist was anderes. Was ich verstehe überhaupt kein Englisch drüber. Hi. Da hat es. Das ging aber schnell, wa? Wie meinst du? Na, Ding. Ich dachte, du musst dich den ganzen Winter damit umschlagen. Genau, aber jetzt habe ich ja keine Zeit. Das ist ein Problem. Was? Die haben schon gezahlt? Ja, bitte. Heutzutage ist das easy. Sonst musst du dann bestimmt mal neue 25.000 kostet das. Also locker. Die Trockenanzüge kostet ja locker. Der rote Trockenanzug war 6.000 Euro. Weißt du, Platz, weg da, das ist mein Platz. Du musst zur Arbeit. Weg da, mein Platz. Ne, ich stehe dir auf dem Weg. Da! Ja, ich stehe dir auf dem Weg. Ah. Wenn du wiederkommst, hast du den. Hast du das mal auf hier? Mann ey, du bist ja nicht nur allzu kompliziert. Hier. Jetzt mal mit Kamera. Da wird man das. Naja, ey, auch für dich, mein Freund. Du meinst, wir können es ja nachmachen? Ja, du bist doch so, wir kannst, du machst doch, du wieder schraubst es auseinander, dann bist du, hä, was, Yoga-Lehrerin, bumm. Und dann springen alle Klammern mit einmal auf, entspannen sich quasi. Ja. Ja, dann wartet, wisst ihr nicht mehr, wie du so rein im Kampf bist. Das kann man jetzt nicht gebrauchen. Herr Mika, was gibt es abschließend zu diesem Jahr zu sagen?
Ein sehr schönes, erfolgreiches Jahr mit Susanne gemacht. Ich habe viel gelernt, der Tommy auch. Was hast du denn gelernt? Was waren deine was waren dein Lernerfolg in dem Jahr? Warte mal, jetzt muss ich, wenn ich mich in meine Woche zurückerinnern soll, komme ich an meine Grenzen. Er kommt zu Hause an und weiß schon nicht mehr, wie die Schalthebel funktioniert. Was habe ich denn da gemacht? Für welches Rad war das jetzt nochmal? Ja, Minimalismus sieht. Also morgen bist du nicht erreichbar, dann gebe ich dir jetzt mal. Vielen Dank, Tommy. Na, Hauptsache, das hält bis zu Hause. Dann kommst du zu Hause an, das schaltet nicht mehr. Dann musst du das nochmal auseinanderbauen. Vielleicht ist es dann gar nicht mehr dabei. So, jetzt räumen wir auf. Das war's für dieses Jahr hier aus dem Laden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht geht das auch alle gar nicht so weiter, wie ich jetzt denke. Das werde ich jetzt gleich sehen. Und der S will mit mir reden und dann schauen wir nochmal. Der erste Auftrag scheint ins Wasser zu fallen. So sehe ich das. Ich bin sehr gespannt. Das ist dem Herrn wohl zu teuer jetzt. Der erste Auftrag, schade, da sind wir schon immer hingefahren. 60 Kilometer. Am Sonntag verpulvert. Aber, tja, so ist das manchmal, ne? Jo, ich würde mal sagen, Feierabend, ne? Halb neun. Ja, das ist die falsche Uhr, ne? Das ist halb acht. Ach, halb acht erst. Das wundert mich. Klar, logisch, halb acht erst. Da bin ich ja viel zu früh nach oben gekommen. Klar, weil dunkel wurde. Ich dachte, naja, ist ja nur noch eine Stunde. Hier ist er nach oben. Viel zu früh. Oh, Luan hat heute einen Aufstand gemacht, ey. Und Luan ging dann rein und wollte ihr das Kostüm zeigen. Und du bist dann in der Kita so ausgeflippt wegen dem Kostüm. So eine Scheiße wollte sie nicht. Hat das dann durch die Gegend geworfen und hat mich angeschrien, du Scheißmutter, hast mir so eine Scheiße gekauft. Mann, ey. Die ist ja so ausgetickt, ey. Tut ihm so leid. Dass ich nicht normal reagieren kann eigentlich auf sowas. Ne? Macht dann mir selber leid. Ja, du tust mir sowieso mal leid. Ich muss die ganzen Unterlagen aufheben hier, diese ganzen Rechnungen und so ein Quatsch. Ich war sauer oder enttäuscht halt, weil ich es ja dann doch gemacht habe und bin da hingegangen und habe mal was Schönes ausgesucht. Und nun? Was jetzt? Na, zu Hause fandst du es dann doch in Ordnung. Das ist in Ordnung, oder? Was soll man machen, ey? Mit Lumen ist halt wirklich schwierig. Oder nicht möglich eigentlich. Da von Anfang an, weil irgendwas. Ein Patent gibt es ja nicht mehr hier. Noch nicht. Am besten ist eigentlich, wenn man tatsächlich, man lässt sie alles entscheiden. Ja, man nimmt sie mit und sie muss das aussuchen. Wenn ihr was vorsetzt, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, ich mache jetzt Feierabend auf alle Fälle. Wir sehen uns morgen wieder. Ne, vielleicht sehen wir uns morgen gar nicht. Vielleicht doch. Mal gucken. Ja. Macht's gut, bis dann. Ciao.